Moin Freunde, was geht? Zum ersten Teil. Ich habe keine Ahnung, wie ich genau das heute machen werde. Road to Mastery. Plan war, ich erkläre es euch und dann gehen wir rein. Das wird eine Serie, die möchte ich eigentlich so zweimal die Woche hochladen. Mastery Camo ist ja im Game mit jeder der 51 Waffen, die von Anfang an drin ist, 1000 Kills. 100 mit Gold, 200 mit Platin-Tarnung, 300 mit Poly und 400 mit Orion. Und da habe ich im Stream mit den Jungs angefangen und zum Twitch-Stream möchte ich euch hiermit herzlich eingeladen. Es ist wirklich sehr unterhaltsam bei uns. Und mir geht es immer ein bisschen ab, dass ich keine Chance habe, irgendwie so einfach Real Talk über alles mit euch zu reden, weil es meistens ja so themenbezogen ist. Und deswegen diese Serie, ihr könnt das mit einem dicken Like und einem Abo und vor allem einem Kommi dalassen, wenn ihr das fühlt, wenn ihr Bock darauf habt. Ihr könnt auch so Fragen stellen irgendwie, auch irgendwie zu mir privat oder was habe ich vor, was mache ich beruflich oder keine Ahnung. Worauf stehe ich, mir egal. Und ihr könnt euch auch irgendwie Challenges ausdenken, die ich in diesen Folgen sozusagen mache, keine Ahnung. Ich werde das auch relativ uncut lassen und werde einfach drauf losquatschen. Ich habe mir kein Skript gemacht, kein gar nichts. Also ich zeige euch mal so, wie das In-Gaming aussieht. Im Prinzip habt ihr, wenn ihr Orion durch habt, habt ihr bei jeder Waffe, wir nehmen heute die Mini-Bagma. Ich werde auch immer, das werden halt jetzt auch längere Videos sein von dieser Folge, ne? Also keine Ahnung, 15 Minuten, 20 Minuten. Ist einfach, glaube ich, eine ganz geile Möglichkeit, dass wir einfach quatschen, ein bisschen zocken und so Hauptpunkt soll halt wirklich einfach so Real Talk, bisschen mehr noch von mir erzählen, was ihr vielleicht so gar nicht wusstet. Also wenn ihr Orion habt, dann, oder eure Waffe ist Max Level, dann habt ihr hier Waffenmeisterung, okay? Und da seht ihr es dann links oben. Schalte 100 oder schalte Goldtarnung frei, erreiche 100 Abschüsse. Schalte Platin frei, erreiche 200 Abschüsse. Und im Prinzip könnt ihr halt auf Orion gehen und dann könnt ihr mit jeder der 51 Waffen diese Waffenmeisterung machen. Und ihr bekommt halt, das aktuell noch sehr schwach, halt 4 Visitenkarten und am Ende den Waffentalisman als so Waffenmeister sozusagen für die Waffe. Das machen wir im Stream aktuell, da können auch Zuschauer mitzocken, da seid ihr herzlich eingeladen. Und wir brauchen bei der, bis sie ganz fertig ist, noch 104 Abschüsse. Und ich könnte es jetzt mit euch auf Shipment machen, aber Shipment ist geisteskrank, anstrengend, währenddessen so richtig irgendwie noch zu quatschen und so. Deswegen nehmen wir einfach so normale Maps. In der Hoffnung, dass der Shadowban, den ich kassiert habe, nicht mehr gültig ist. Ich habe jetzt auch einen IP-Spoofer, heißt es, glaube ich, wurde mir irgendwie erklärt oder sowas. Habe ich versucht hier zu installieren auf dem Rechner. Habe dann festgestellt, ich zocke ja auf der Konsole, bringt mir also gar nichts. Und ja, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht. Wir gucken einfach. Das Orion-Schild ist so hässlich. Das sieht so schlimm aus. Ja, aber irgendwie habe ich mir gewünscht, dass wir sowas schon länger machen und irgendwie habe ich... Oh mein Gott, ist das laut. Holy fuck, ist das laut. Irgendwie hatte ich nie so richtig die Option, das mal durchzuziehen. Also, Real Talk, ich hoffe so sehr, dass das hier nicht zu laut ist. Ich mache einfach mal ein bisschen leiser erstmal. Erstmal ein bisschen leiser. Und ich hoffe, ihr fühlt das. Die Runde ist einfach gleich vorbei. Direkt nächste suchen. Junge, du gibst mir doch jetzt nicht dieselbe Lobby. Oh mein Gott, ist Level 38. Ich will Jason Biggs 38 im Gegnerteam. Er ist Level 46. Die nehme ich alle, die Gegner. Aber er ist in meinem Team und wir werden gefickt. Das ist wie immer. Activision hasst mich. So, zweiter Versuch, Chat. Hoffentlich fängt die Runde von vorne an. Tut sie. Das ist schon mal ganz geil. Ich weiß auch gar nicht, warum dieses Game jedes Mal verschiedene Lautstärken hat. Das macht einfach gar keinen Sinn für mich. Aber gut, egal. Also, worüber wollen wir quatschen? Eigentlich würde ich euch ganz gern ein bisschen jetzt zum Anfang des Jahres mitnehmen. Wenn man mal überlegt, was dieses Jahr kommen soll, wie läuft YouTube, wie läuft Twitch und, oh mein Gott, ich habe einfach gar kein Aim, wie läuft TikTok, ich habe mit TikTok angefangen, also jetzt ohne es da irgendwie 100% ernst zu meinen, sondern ich habe TikTok im Prinzip, Real Talk, nur deswegen jetzt und nutze es,
Oh mein Gott, ich habe gar keinen Aim gerade. Wirklich gar keinen Aim. Ich benutze TikTok eigentlich dafür, um die Reichweite bei Streams und YouTube später zu erhöhen. Das hat einen einfachen Grund. Bei TikTok ist halt ein Algorithmus, anders als bei Twitch, der gut funktioniert. Und der Algorithmus bei... Erster Kill, komm. Ja, geil. Und der Algorithmus bei YouTube, der ist halt so, so random, sag ich mal, ne? Wenn es geil läuft, kannst du bei YouTube mit einem Video, je nachdem welchen Titel man hat, halt richtig heftig neue Abos dazu gewinnen, gute Aufrufe machen. Aber du kannst auch, es kann ein Schmutzvideo sein, so ein richtiges Schmutzvideo. Du kannst aber auch ein richtig gutes Video haben, was halt, keine Ahnung, falschen Tag hat, falschen Streamtitel oder sonstiges. Und dann hängt ihr da und wundert euch, warum da keine Aufrufe bei sind. Oh mein Gott, ich bin... Oh mein Gott. Ja, alles klar. 3 Granaten, Flashgranate. Ich hasse dieses Spiel so sehr teilweise. Na, und deswegen mal jetzt so TikTok. Das heißt, ihr könnt mir auch auf TikTok folgen oder so. Heißt das da folgen? Ich glaube, meine Freundin ist eigentlich schuld, dass ich den Blog angefangen habe. Die meint irgendwie Plus drücken oder X drücken oder was auch immer man da macht, könnt ihr gerne machen. So, das also so der erste Plan. Ich will, dass ich da auf 1000 Follower komme, weil ich dann Twitch-Streams starten kann und parallel noch TikTok streamen. Aber nicht, dass ich dann irgendwie auf 2 Chats achte, sondern halt wirklich nur TikTok durchlaufen lasse, dass die Leute, die da unterwegs sind, auch irgendwie ein bisschen was sehen können. Das so ein bisschen grober Plan für, ich sag mal, Social Media. Steht übrigens einfach 5518. Ohne Witz, Leute, wenn ihr kein Shipment spielt, dieses Game ist so unfassbar langsam. So unfassbar langsam. Ihr müsst mal 2 Stunden Shipment spielen und dann eine normale Map starten. Ihr dreht durch. Die Runde geht gefühlt 98 Stunden. Digga, ich habe gar kein Aim. Ich habe null warm gespielt heute. Ihr seht es auch. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen der Plan, den ich habe. Wenn ich jetzt so überlege, 2022... Social Media, YouTube, Twitch, ja, so ein bisschen TikTok, wobei ich habe halt dieses Jahr erst angefangen. Digga, wo ist der? Junge, wo ist der? Guckt euch den an, er schwitzt so hart, das ist unglaublich. TTV Waster, Mann, TTV Waster. Aus dir wird auf TTV genauso wenig wie aus mir, ist einfach so. Nein, läuft schon ganz gut. Letztes Jahr relativ gutes Wachstum so gehabt bei YouTube, relativ gutes Wachstum bei Twitch, aber, und das muss man ganz ehrlich sagen, ich habe so viele Ideen und Pläne und Sachen, die ich gerne machen will, aber, und jetzt könnte ich sagen, ich bin zu faul, ich würde nicht sagen, ich bin zu faul, aber ich bin dumm. Also, Retalk. Jovo, ihr kennt ihn wahrscheinlich, amerikanischer Streamer, hat mal zu so einem Zuschauer, der halt angefangen hat zu streamen, gesagt, weil der Zuschauer meint so, ja, hast du irgendwie Tipps, wie man größer wird? Weil ich stream immer nur vor, keine Ahnung, was der hatte, 5 Zuschauer oder so. Ich habe mich selbst geflasht, ich hasse es so sehr. Mein Jovo halt, in dem Moment, wo du merkst, ja, Mann, dass deine Streams dafür sorgen oder... dass du keine Reichweite gewinnst. In dem Moment, wo du mit Stream keine Reichweite gewinnst, cut your stream time in half and do videos. Es war halt Real Talk, dass er so sagte, ja Digga, wenn du in den Streams halt siehst, dass es nicht so vorangeht, Videos is the way to go. Und bei mir ist es halt so richtig zwiegespalten. Wisst ihr, was ich meine? Twitch läuft gut, und ich will ehrlich sein, ich liebe es zu streamen. Es macht mir unglaublich Spaß. Ich liebe es aber auch, Videos zu machen. Beides macht mir Spaß. Stream ist halt in Anführungsstrichen einfacher, weil ich schon von meinem Beruf, ihr wisst es, ich bin Immobilienkaufmann, ich muss in meinem Beruf den ganzen Tag reden. Wirklich den ganzen Tag eigentlich. Mit allen Leuten, also mit echt intelligenten Menschen, mit dummen Menschen, mit den Kunden, mit dem Kunden. Ich werde so hart Oh mein Gott. Digga, das ist so... Dieses Game ist so langsam. Guckt euch das an. Guckt, was er macht.
Ja, und deswegen ist halt Stream für mich easy, weil ich liebe diese Franchise, auch wenn sie seit Jahren immer beschissener wird. Wirklich jedes Jahr wird COD beschissener. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, die Zeit, die ich im Stream verbringe, oder auch jetzt alleine, aber wenn ich an einem Video arbeite, die genieße ich, und das ist so mein Hobby. Ich habe kaum noch andere Hobbys. Und ich habe auch ehrlich gesagt einfach kaum wirklich noch Freunde außerhalb von YouTube, Twitch. Ihr müsst bedenken, ich stehe morgens um 6 bis halb 7 auf, fahre ins Büro dann, wenn ich aufgestanden bin. Hab meistens meine Hündin dabei. Ich habe eine Hündin. Ich war 4,5 Jahre verheiratet mit meiner Ex-Frau. Vor 2 Jahren haben wir uns getrennt. Jetzt egal, wer von wem oder so, weil das ist halt dann doch ein bisschen privat. Und in der ganzen Zeit, die ich mit zusammen war, habe ich halt den harten Fehler gemacht und mich super krass von Menschen in der Öffentlichkeit oder von Freunden, die ich hatte und sonst was, abgekapselt. Also so richtig abgekapselt. Kennt ihr das, wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr irgendwie dann zusammen seid und ihr merkt so, dass ihr plötzlich für den einen Freund weniger Zeit habt, für den zweiten Freund weniger Zeit und so. Das war halt das Ding. Das heißt, ich habe jetzt im Real Life wirklich nur noch einen kleinen Freundeskreis. Dazu kommt noch ein anderes Problem. Viele Leute, die mich kennenlernen, ahnen durch den Job halt schon, dass ich jetzt, also ich bin kein Multimillionär, Jungs oder Mädels, aber es geht mir finanziell jetzt nicht schlecht, okay? Und YouTube, Twitch, da mittlerweile sind das ganz gute Einnahmen, auch mit Sponsoren, also mit MMOGA-Sponsor oder MMOGA, Sweat VPN, falls ihr irgendwie Warzone mit VPN spielen wollt oder Holy oder ist ja egal wer. Das sind gute Einnahmen nebenbei. Ich werde mit guten Produkten gesponsert. Das macht schon aus. Und ich kann euch sagen, Leute, ich sage euch jetzt mal nicht, was ich im Jahr 2022 insgesamt mit YouTube, Twitch, Werbeeinnahmen, Sponsoring und so verdient habe. Oh doch, ich sag's euch. Also ich habe ohne jetzt Steuerabzüge im gesamten Jahr auf YouTube, Twitch mit Subs, Bits, YouTube-Aufrufen, Werbung plus dem, was ich von Sponsoren bekomme und Provisionen, habe ich knapp 28, 29.000 Euro verdient. Aufs Jahr gerechnet. Da geht Steuer ab, weil ist über dem Freibetrag. Aber muss ich trotzdem sagen, dafür, dass ich eigentlich ja nicht als Hauptberuf mache, ist es eigentlich richtig gut, so viel zu verdienen. Der Staat nimmt sich knapp 40% von allem, von dem einen 50, vom anderen 30. Shit happens, ist halt so. Und ich überlege wirklich seit 2 Jahren eigentlich, ob ich das hauptberuflich machen will. Das Ding ist, ich arbeite von morgens bis 17, 17:30, 18 Uhr. Ich bin ja Immobilienkaufmann, nicht nur Makler. Das heißt, wir verkaufen Objekte, wir verkaufen Gebäude, wir verwalten Gebäude, wir vermieten Wohnungen, wir suchen neue Mieter, wir machen Wohnungsübergaben. Diese Shitmap spiele ich nicht, vergiss es. Wir arbeiten mit dem Verein, mit einem Verein, ich darf euch den Namen, glaube ich, nicht sagen, zusammen, die für Leute, die einen Wohnberechtigungsschein kriegen, sprich Leute, die aus sozial armen Schichten kommen. Dieser Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, diesen Leuten Wohnraum günstig anzubieten. Und ich wohne ja in Hamburg. Und hier in Hamburg zahlt ihr für eine Wohnung so im Schnitt pro Quadratmeter so 12 bis 20 Euro. Und der Verein bietet halt Wohnraum für einen Quadratmeterpreis von 4 bis 6 Euro an. Und der Staat finanziert das. Das ist halt ein soziales Projekt. Diesen Verein verwalten wir. Wir sanieren bei denen die Wohnung. Und es gibt halt bei jedem Gebäude, was wir verwalten, das sind meistens Wohnungseigentümergemeinschaften, vielleicht kennen sich da einige von euch ein bisschen aus, da gibt es halt mindestens einmal im Jahr auch eine Versammlung, wo jeder Eigentümer, und eine WEG ist im Prinzip ein Haus mit mehreren Wohnungen, mehreren Stockwerken, und jede Wohnung gehört einem Eigentümer. Und diese Eigentümer treffen sich auf so einer Versammlung einmal im Jahr, die ich dann leite und die wir als Team führen. Mein Unternehmen hat mit mir 11 Männer und Frauen dabei. Und das sind halt, wir haben, glaube ich, 50 Häuser, die wir verwalten. Das sind halt 50 Abende im Jahr, die weggehen. Ich arbeite von morgens bis nachmittags abends.
Und in der Regel ist es so, ich gehe halt mit Bella dann, die ihr ja zwischendurch hier im Video seht, mittags, morgens, abends spazieren, gehe duschen nach der Arbeit und gehe direkt in den Stream oder ins Video. Übrigens, wieder Paketverlust habe ich einfach alle drei Runden nicht. Ich akzeptiere es schon einfach. Und da, es ist halt super schwierig, TikTok-Videos zu machen, YouTube-Videos zu machen, aufnehmen, schneiden, die Ideen haben, Twitch-Streams zu haben. Und ich hatte ja vorhin kurz darüber gesprochen, Jovo meinte ja, ja, dann muss man seine Stream-Time halt reduzieren. Und dann hat man die Chance, mehr Zeit in Videos zu investieren, weil ich stream halt einfach fünfmal die Woche, so 40 Stunden. Ich mache so 3 bis 4 Videos pro Woche YouTube, das sind nochmal so 10, 15 Stunden. Also, und dazu arbeite ich halt 40 Stunden. Aber ich bin noch nicht mal annähernd an dem Punkt, wo ich mich trauen würde, alles, was ich mir aufgebaut habe, jetzt einfach aufzugeben und alles darauf zu setzen, dass YouTube und Twitch meine Zukunft ist, weil das ist einfach unnormal risikoreich. Und ich habe jetzt auf YouTube, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 18.000 oder 19.000 Abonnenten. Es geht nicht so schnell voran, wie ich mir es wünschen würde. Was aber nicht daran liegt, dass nicht irgendwie der Support gut ist, sondern es ist einfach die Quantität und Qualität von dem, was ich mache. Ich habe, glaube ich, coole Ideen, die auch gut kommen würden. Es fehlt mir einfach die Zeit, weil ich penne so nachts so 4 bis 5 Stunden, sagen wir mal. Viel mehr penne ich einfach gar nicht, weil die Zeit gar nicht da ist, mehr zu schlafen. Ich kann es nicht weiter aufteilen. Wisst ihr, was ich meine? Und naja, man will immer mehr, aber es geht halt so nicht. Und deswegen ist es auch schwierig, so eine Serie wie jetzt. Also es hat mich richtig Zeit gekostet, mich hier jetzt wirklich ranzusetzen und zu sagen, ich nehme hier jetzt mal 2, 3 Stunden erstmal einfach auf. Also jetzt erstmal 2, 3 Stunden aufnehmen, keine Ahnung, wie lange ich jetzt hier am Ende aufnehme. Schneide das ein bisschen zusammen und mach Real Talk Videos draus. Und wo wir irgendwie über Arbeit sprechen, wenn ihr wollt. Ich habe damals ein bisschen damit angefangen, das ist geil angekommen, als ich über Bundeswehrzeit gesprochen habe. Ihr könnt Fragen zu meinem Beruf stellen, falls ihr vielleicht überlegt, ob ihr da eine Ausbildung machen wollt. So als Immobilienkaufmann zum Beispiel, kann euch sagen, ist gut bezahlt, ist ein guter Job, ist halt trotzdem anstrengend, weil ihr so viel mit dummen Menschen zu tun habt. Also ich habe heute jemanden gehabt, das ist kein Witz, er ruft an, ich kann ja keinen Namen sagen, er ruft an und sagt, ja Herr, ich hätte hier eine Wohnung, die Sie inserieren, die wir vermieten für einen Kunden, die würde ich gerne anmieten. Ich habe eine Wohnung, die ich tauschen würde. Das sagt denn, wir tauschen keine Wohnung. Wie soll ich denn eine Wohnung tauschen? Ist doch nicht, dass ich sage, ich habe hier keine Ahnung, ein Pferd und Sie haben einen Esel. Ah, Digga, diese Map ist so verkämpft. Kurz an, ist so Hälfte bald vorbei, irgendwie 9 Kills Maximum. Deswegen ist Shipman halt viel, viel geiler, weil es einfach schneller ist. Na, auf jeden Fall hat er mich dann locker 15 Minuten am Telefon vollgequatscht, dass er gerne seine Wohnung gegen eine andere, die wir anbieten, tauschen würde. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich einen guten Tag habe, stört mich so ein Gespräch fast gar nicht. Also müsst ihr verstehen, an einem guten Tag juckt mich das nicht, dann vergesst ihr das Gespräch. Aber wenn ihr dann vielleicht mal gereizt seid, nerviges Thema hattet, euch mit irgendwas dumm auseinandersetzen musstet, dann sitzt ihr manchmal da im Büro und denkt euch, warum mache ich das eigentlich? Warum tue ich mir das eigentlich so hart an? Und man muss dazu sagen, es ist mein Unternehmen seit 1,5 Jahren jetzt oder ja, nach ein bisschen mehr. Ich weiß immer das genaue Datum nicht. Es läuft sehr gut. Auch Wirtschaftskrise, alles an uns vorbeigegangen, Gott sei Dank. Weil wir bedienen immer einen Markt beim Kauf und Verkauf von Gebäuden. Entweder haben wir immer Käufer, die wollen, oder Verkäufer, die wollen. Es gibt also immer Möglichkeiten. Und ich kann halt wirklich mit 31 Jahren sagen, ich lebe gut davon. Da ist Potenzial für noch mehr Erfolg für uns. Und nicht nur wirtschaftlich, sondern fürs Unternehmen an sich. Dass wir vielleicht noch größer werden und. Und da fällt es dann nochmal schwieriger,
zu sagen, ich gebe das alles auf, komplett, mach jetzt einfach nur noch YouTube oder nur noch Twitch und los geht's. Hätte ich jetzt so einen Job, so einen richtigen Job, den ich hassen würde, wo ich so netto 1200 Euro verdienen würde, ja, dann wäre halt die Entscheidung viel einfacher. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Weil, wenn du eh einen Job hast, den du nicht magst, wo du jetzt auch nicht so richtig viel Geld verdienst und alles, ja, dann kannst du dir halt sagen, scheiß drauf, selbst wenn es kacke ist. Oh mein Gott, Digga, was machst du da? Erst du die Krabbe, Digga! Da kannst du halt wirklich sagen, okay, scheiß drauf. Selbst wenn es nicht funktioniert, nach ein, zwei Jahren mit YouTube und Twitch und was weiß ich, ich gehe halt in den Job zurück. Aber in meinem Fall würde es halt heißen, so, ich weiß nicht, still eine Firma führen, nicht machbar. Kann man absolut abhaken. Er läuft so weg. Er läuft komplett weg. Später wieder irgendwo angestellt sein, will ehrlich sein, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Also, wenn ihr einmal keinen Chef mehr vor euch hattet und selber Dinge entscheiden könnt, die wichtig sind, dann habt ihr auch irgendwie keinen Bock mehr danach wieder zurückzugehen in dieses, okay, was soll ich machen? Okay, mache ich. Ich habe so gemacht. Ach, was scheiße. Ach, kacke. Digga, ich hab einfach gar keinen Aim Assist in diesem Game zwischendurch. Ist so geil. Ich glaube auch, weil er tot war. Gut, lassen wir mal hingestellt. Auf jeden Fall ist es deswegen schon schwierig für mich, diesen Schritt zu wagen. Aber es wäre natürlich auch für meine Gesundheit, glaube ich, auf Dauer besser, weil ich dann mehr Zeit hätte für die Video- und Stream-Ideen und Projekte, die ich habe. Und hätte trotzdem mehr Zeit, halt auch nachts einfach mal zu pennen. Vielleicht traue ich mich irgendwann, gucken, wie dieses Jahr läuft, auf YouTube, auf Twitch, wie es überall läuft. Aber insgesamt muss ich sagen, dafür, dass ich mir nie vorstellen konnte, bis ich mit YouTube und Twitch anfing, dass ich überhaupt mal eine Relevanz erlange, dass überhaupt jemand sich dafür interessiert, was ich mache, denke oder sage, bin ich schon sehr zufrieden. Und ich finde so eine 2 bei YouTube vorne, also 20.000 ist das klare nächste Ziel jetzt. Und bei Twitch arbeite ich hart dran, da Twitch-Partner zu werden. Ich glaube, bei Twitch hat jemand ein Problem mit mir oder manche Aussagen. Ich meine, manche bei euch denken ja auch manchmal, dass ich so ein bisschen arrogant bin. Will ehrlich sein, Chat, oder Chat, Leute. Ich bin auch manchmal ein bisschen arrogant. Das sage ich, ist einfach so. Ich persönlich denke, dass ich kein so schlechter, verkehrter Mensch bin. Lass das auch mal provokant. Junge, ich sehe nicht mal, wo er ist. Digga, er ist so eine Krabbe, Mann. Ich weiß, dass es manchmal bei mir so wirkt. Manchmal ist es Absicht, manchmal ist es auch einfach so ich. Aber ich meine es halt selten so wirklich böse. Also selbst wenn ich mal irgendwo einen kleinen Arroganzanfall habe, ist es halt selten irgendwie jetzt wirklich persönlich gemeint oder sonst was. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, Digga, es ist rundes gleich vorbei, geht irgendwie so 18 Minuten schon und 21 Kills. Man kommt, diese Map ist einfach so schlecht teilweise. Dazu muss ich aber auch sagen, Leute, und deswegen, dass ich es jetzt überhaupt anspreche, dass ich dran denke, freue mich schon, weil ich habe mir kein Skript, kein gar nichts gemacht. Es ist, dieser Multiplayer könnte so viel besser sein, ne? Könnte so viel besser sein. Ich habe oftmals das Gefühl, dass ich in einem Stream oder in einem Video, wenn wir sprechen, erst da hinten, oder sonstiges, dass ich viel mehr die Chance habe, einfach wirklich ich selber zu sein, als wenn ich in meinem privaten Leben arbeiten bin oder sonst was. Weil in meinem Job kann ich mir halt nicht einfach alles rausnehmen. So, wir können uns Kunden halt auch aussuchen, aber manchmal, du kannst ja nicht bei jedem, der dich ein bisschen nervt, sagen, nee, dich mag ich nicht, verpiss dich. Und in Streams oder auch in Videos, da Gaming ist halt so mein Ausweg, mein Fluchtweg aus allem. Und ich liebe es zu zocken. Oh mein Gott, 100er Prezi, 100er, ah, Digga, gar keine Prezi, einfach gar keine. Ich liebe es zu zocken. Ich zocke seitdem ich 16 bin aktiv oder so. Ich liebe COD-Franchise und Stream und YouTube habe ich halt beides für mich komplett entdeckt. Ist so, dass ich da einfach... Junge, es darf ich... Kein Schuss geht an. Kein Schuss. So heftig. Ich habe einfach festgestellt, dass es das ist, was ich wirklich im Leben machen will. Aber
ich bin auch, glaube ich, manchmal ein bisschen zu ungeduldig. Also, andere machen 7 oder 8 oder 9 Jahre Twitch und YouTube und haben dann diesen Durchbruch, dass sie sagen, jetzt kann ich davon leben und ziehen es durch. Ich mache halt Twitch seit 2 Jahren und YouTube seit... sind wir zusammen bei YouTube? Ich glaube, seit 4 Jahren. Das ist halt, das ist eine gewisse Zeit und da ist auch Aufwand hinter. 25, 29, ich hätte früher mich erhängt für so einen Score. Aber ich muss halt trotzdem geduldig sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich Dinge, die noch nicht perfekt laufen, besser machen kann, damit auch noch mehr Erfolg reinkommt. Ich hoffe, es macht Sinn, was ich von mir gebe. Und deswegen ist auch klarer Plan für dieses Jahr einfach, dass ich diese Serie zum Beispiel fortführe. Ich hoffe auf Support von euch, weil das, wenn ich an eine Serie glaube oder an eine Videoidee, dann mache ich sie. Und wenn ich weiß, dass die vielleicht weniger Aufrufe, Klicks gibt wie andere, sage ich mir, scheißegal. Aber motiviert natürlich, wenn man sieht, dass die Leute es feiern und irgendwie Chance sehen, die ich da sehe. Und ich glaube, wenn ihr jetzt sagt, du, Twitch und Stream ist nicht meins, ist es halt trotzdem eine coole Möglichkeit, wenn man weiß, 2x die Woche zum Beispiel, fester Zeitplan, Shappy Real Talk, nächste, also Plan wäre, Leute, weil ich Montag Stream frei habe, dass ich eine montags aufnehme, dass die Dienstag online geht und eine Freitag. Dann hörtet ihr immer zum Wochenende schick eine und dienstags mitten in der Woche eine. Das ist halt die Idee von dem Ganzen. Wie lange? Aufnahme einfach schon Ewigkeiten. Muss auch noch alles zusammenschneiden. Und ich weiß gar nicht, jetzt habt ihr ein bisschen über meine Arbeit und ein bisschen mich. Stellt mal Fragen einfach in die Kommis, die ihr irgendwie habt, zum Job, zur Ausbildung davon. Nächste Folge dachte ich mir, quatschen wir einfach ein bisschen über meine Bundeswehrzeit. Ich habe auch keinen Bock, so aktiv jetzt in jedem Video von dieser Serie Road to Mastery, übrigens, wir können ja mal gucken, wie weit wir damit eigentlich sind, nur über COD zu sprechen. Okay, 55 Abschüsse auf Orion noch. Ich lasse sie einfach bis zur nächsten Folge frei. Ne, heute ist Freitag, dann Dienstag. Dann seht ihr sozusagen, wie wir die Waffe fertig machen und machen das zusammen. Ihr könnt euch Challenges dafür überlegen, sonstiges. Ich hoffe einfach, dass wir das ordentlich hinkriegen und ich muss da auch reinfinden. Das heißt, wenn es jetzt nicht 100% flüssig, sinnvoll heute war, seht es mir nach. Aber so, dass wir einfach die Chance haben, uns nochmal auf einem anderen Level kennenzulernen, als so, wie es sonst auf YouTube ist. Und sonst, Jungs und Mädels, ihr könnt sehr, sehr gerne bei Twitch in den Chat vorbeikommen. Da lernt ihr mich auch noch anders kennen. Ich werde mein Bestes geben. Ich kann es nicht versprechen. Ich werde mein Bestes geben, dass ich euch jeden Dienstag und Freitag die Serie an die Hand geben kann. Wenn ihr das seht, ist Freitag, das ist dann das erste Mal die Serie und die nächste dann Dienstag. Also haut in die Kommentare, wenn ihr irgendwie Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, Wünsche. Ich hoffe, das hier war halbwegs angenehm für euch. Wenn nicht, tut es mir von Herzen leid. Ich mache ja sonst eigentlich Commentaries nacherzählt und nicht live, aber ich werde es lernen. Versprochen, Jungs. Also danke für den Support in 22 abschließend. Also es war wirklich ein gutes Jahr. Ich konnte mir die ein oder andere Sache wirklich leisten, aufgrund von euren Aufrufen, von euren Spenden und was weiß ich was. Und bin da wirklich dankbar, weil ich es nicht als Selbstverständlichkeit sehe. Und ich hoffe, dass ihr mir treu bleibt und ich werde versuchen, mir selber auch treu zu bleiben, weil ich habe das Gefühl, wenn ich ehrlich bleibe, so ehrlich sein kann, wie ich bin oder bin, wie ich kann, dann feiert ihr es am meisten. Also Kuss, Leute. Hoffentlich mache ich da was Gutes draus. Bis morgen.